So. Ich stelle jetzt mal kurz ein. Ja, ich habe gerade hier meinen Perfect Player Pro installiert. Bereits meine Google-Konto hinzugefügt. So weit, so gut. Also, was kann man alles mit dem Android-Box hier machen? IPTV schauen, Facebook surfen, Twitter und so weiter. Das Ganze aktualisiert jetzt oben rechts, wie ihr sehen könnt. Die Kanäle werden gleich reinkommen. Ja, so sieht es aus. 5579 Kanäle haben wir hier. So sieht es aus. Ich habe mir den Android-Box hier gekauft, um damit ausländische Fernseher schauen kann. Aber euch füge ich nochmal hier die deutsche Kanäle, wie das alles funktioniert. Falls das Video hängen bleiben sollte, hängt es bestimmt nicht. Moment mal. So, ich muss das Video leider erstmal pausieren kurz. Da habe ich auf mein Handy eine Nachricht erhalten. So, Perfect Player. Das geht jetzt los. Genau, wie gesagt, ich habe hier einen Android-Box aus Amazon geholt, was ohne Probleme bis jetzt läuft, ohne dass es hängen bleibt. Die Apps funktionieren ordnungsmäßig und ich überspringe jetzt auf deutsche Kanäle, RTL 2 HD. So. Ja, weiter RTL Plus. Das war jetzt ab. Ja, was habe ich denn hier alles installiert? Ich habe hier unten hinzugefügt Dropbox und mein Perfect Player. Ich zeige euch mal die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist
verständlich in verschiedenen Sprachen zu sehen. Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch. Und ich meine, es ist schon kinderleicht, sowas zu bedienen. Wir haben hier eine Fernbedienung ohne Batterienmodus mitgeliefert. Aber was macht es? HDMI-Kabel, ca. 1 Meter lang. Ja. So, soweit so gut. Media Center. Dann gehen wir mal langsam zu unseren Einstellungen. Settings. Mehr Einstellungen. So. Also unser WLAN empfängt auf jeden Fall 5 GHz oder 2,4. Das ist gar kein Problem. Info. So sieht es aus. 10.1.2. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Menüführung sieht so aus. Ich glaube, bei der 7.1 Version Android ist die ganze Menü hier so aufgestellt. Ihr könnt hier ein App hinzufügen oder installieren, wie ihr möchtet. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.